Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Napoleon Total War und der vermeintlichen Schlacht von Wien. So, wir marschieren jetzt hier vorwärts und nehmen dann die Armee ohne Milizen, um Wien anzugreifen. Ah, verflixt, die haben wirklich die Armee hier als Verstärkung oder ist da noch eine Armee, die ich nicht sehe? Nochmal kurz schauen. Wo ist denn diese Einheit? Bitte. Wo ist diese Verstärkung? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sind das die? Nee. Oh verdammt, da ist noch eine Armee. Hä, wo ist denn? Ist die hier irgendwie im Wald oder was? Also sehen tue ich sie auf jeden Fall nicht. Ist natürlich alles voll mit Bürgermob. Aber wenn die halt noch so viel Nachschub bekommen, ist das jetzt natürlich eher schwierig. Die Armee würde mich wahrscheinlich direkt angreifen jetzt. Das heißt, wir könnten natürlich durchaus auch den Angriff selbst wagen auf die Einheiten, auf die Armee. Aber wir könnten natürlich auch hier mit den Milizen mal vorrücken noch. Laufen wir mal hier auch noch mit vor. Bisschen mehr Milizeinheiten noch in der Nähe zu haben, ist auch schon mal gut. Die brauchen eh länger. Spannenderweise wird es jetzt uns nicht als völlige Niederlage angezeigt. Die bekommen halt dann schnell vor allem mehr Kavallerie und damit können sie uns halt schon gebührlich schwächen. Sehr viel Bürgermob. Ich habe keine Ahnung, wie stark wir den vertreiben können. Wir haben auf jeden Fall wenig Kavallerie. Ich glaube, das würde schon ein Fiasko eher sein. Aber was soll's? Die Schlacht von Wien. Das ist jetzt, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir je hatten. Eine völlige Überzahl an Truppen. Aber völlige Überzahl. Wir haben geschwächte, schwache Einheiten. Aber wir probieren's. Das wäre der Coup, wenn wir das schaffen. Mit einer kleinen, schwachen Armee. Jetzt bräuchte ich ein bisschen gutes Gelände für meine Kanonen. Das Problem ist hier, hier ist der Wald im Weg. Aber wir könnten hier tatsächlich so ein bisschen hin. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist zu klein. Ja, das ist auch schlecht. Man könnte hier auf die Anhöhe einfach so ein bisschen gehen und dann sehr breit schießen können. Oder wie gesagt, einfach direkt hier. Seitlich. Könnte man natürlich auch einiges treffen. Das ist so ein bisschen deren General. Die haben eine breite Linie. Wir müssen halt nur auf einer Linie erstmal fighten. Aus meiner Sicht. Ja. Ah, wir kommen sogar ein bisschen nach vorne. Hier. Passt das? Ungefähr von hier. Zu schießen. Ist die Frage, wollen wir das? Wollen wir uns ein bisschen auf diese kleine Armee auf der rechten Flanke konzentrieren? Oder eben hier? Entweder von dort ist nicht so gut, aber von dort schießen. Da wären wir halt ein bisschen weiter hinten und wir hätten so ein bisschen die breite Fläche auf uns. Und so können wir uns... Ich glaube, wir werden uns hier auf die rechte Flanke konzentrieren, tatsächlich. Das heißt... Wir nehmen natürlich Infanterie hier hin. Aber ein Großteil einfach hier auf die rechte Flanke. Um da dann vorrücken zu können. Tja, wo sind deren Kanonen? Die hatten doch eine Einheit Kanonen, nicht wahr? Haben die sich hier verschanzt? Die Bürger haben sich hier verschanzt, okay. Ich weiß nicht. Hatten die nicht? Nee, der Nachschub, glaube ich, hatte Kanonen, oder? Irgendwie so war das. Nutzen wir die Kavallerie. Ich weiß nicht, wo deren Nachschub kommen wird. Ich packe erstmal die Kavallerie hier hin. General hier hin. Wir kriegen ja auch Verstärkung, richtig, ein paar Milizen. Boah, die kommen sogar schön von da hinten, das ist doch in Ordnung. Aber wo bekommt dann der Gegner Verstärkung? Das weiß ich gerade noch nicht.
Treffe ich jetzt hier eigentlich? Fuoco! Bin mir nicht sicher. Ja, doch, doch. Die werden sich jetzt natürlich jetzt ein bisschen zurückziehen, deswegen würde ich schon mit der Linie vorrücken, tatsächlich. Kanonen packen wir schon mal irgendwo hier hinten hin. Wir müssen vor allem den Nachschub versuchen, immer abzufangen, wenn das irgendwie möglich wäre. Den Wald würde ich gerne für mich hier auch beanspruchen. Weil dann da werden natürlich viele Feinde kommen. Signore. So, wir schießen hier mal ein bisschen auf die bewaffneten Bürger. Damit bricht man halt auch deren Moral relativ gut, tatsächlich. Ich habe Angst, dass ich meine eigenen Leute mit abschieße. So. Kavallerie läuft da mal vorbei. Gerade. Da hinten. Was haben wir denn da hinten alles? Da ist deren Artillerie. Und leider auch deren gesammelte Kavallerie. Was wirklich nicht so gut ist. Ich würde gerne auf den Blob hier. Oh shit! Woher kommt denn plötzlich die Kavallerie hier? Ich komme sogar noch ins Karree, das ist gut. Die habe ich nicht gesehen, die Kavallerie. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Vielleicht kann ich hier auch die Kavallerie treffen. So. Mit einer Kanonensalve. Hier schon Ende Gelände, okay. Die kriegen jetzt hier schon ihren Nachschub, kann das sein? Ich glaube schon. Ich muss wenigstens die Kanonen der Feinde ausschalten. Vorrücken. Rückzug hier ein bisschen. Kanonen schießen hier fleißig. Soweit, so gut. General nach vorne. Kavallerie. Ja, unsere Kavallerie wird jetzt leider vernichtet. Ich kann die Kanonen nicht bekommen, denke ich. Also ich habe jetzt ein bisschen Glück und die schießen mal endlich, wie sie sollen. Und natürlich schießen sie einfach nicht. Ich treffe halt auch gar nichts. Ich treffe wahrscheinlich eher meine eigenen Leute hier. Eigenbeschuss. Sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm tatsächlich. Vielleicht ein paar Kartätschenladungen auch hier hin. Schießen lassen. Meine Kavallerie wird wahrscheinlich gleich fliehen, oder? Jetzt in den Nahkampf. Vielleicht rettet das die Moral. Ja, perfekt. Wir kriegen immerhin die zum Fliehen, das ist sehr gut. Dann können wir wenigstens die Kanonen hier einmal ausschalten. Weil die Kavallerie geht zum Glück weg. Hier flieht alles. Das ist hervorragend. Aber da, die schlimmen Truppen kommen ja noch. Das wisst ihr alle. Das kommt alles noch, leider.
Perfekt, die fliehen auch. Sehr gut. Kavallerie-Battle haben wir schon mal gewonnen. Schalten wir die Kanonen aus. So. Genau, hier rücken wir weiter vor. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Und hier müssen wir auf die Flanken ein bisschen vorrücken. Vorrücken. Mal an der Flanke. Ja, die kommen leider wieder zurück. Oh shit. Weg da. Das können wir nicht gewinnen hier. Gegen die Pferde. Die Pferde müssen wir mit unserer Infanterie versuchen auszuschalten. Alter, diese Massen an Truppen. So, schnell die Milizen hier an den Start. Ich glaube, für unsere Kanonen ist das hier ein schönes Fest. Feuerfest. Ah, da kommen nochmal Kanonen. Kann ich die irgendwie bekommen? Wie weit geht's denn hier? Da geht's ja richtig weit. Wir müssen auf jeden Fall dahinter und den Kavalleristen ausweichen, wenn es geht. So, wir schießen hier noch wie die Wilden. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, wäre gut, wenn die Kanonen nochmal was treffen würden. Reinschießen. Was ist denn mit deren Moral hier gerade? Also geht mal hier auf die Kanonen. Wahrscheinlich werden wir überrannt, weil wir gleich keine Moral mehr haben. Wisst ihr was, dann ziehe ich mich einmal mit der Kavallerie zurück, wenn es geht. Weg da. Weg da, weg da, weg da. Die Kavallerie bedroht uns alle. Sehr unschön. Aber immerhin haben wir jetzt noch mal ein paar Milizen, die auch mit uns schießen. Also unsere Moral hält echt gut durch bis jetzt. Die Artillerie schießt, was sie kann, um hier alles niederzuknüppeln. Aber wie gesagt, die werden halt noch super viel Verstärkung bekommen. Wir kämpfen hier gerade nur gegen Milizeinheiten. Das ist nix eigentlich. Ja, das ist jetzt leider sehr ungünstig, dass unsere Milizen jetzt hier einfach aus dem Spiel genommen werden von der Kavallerie. Das ist nicht gut. Weil im Nahkampf. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, im Nahkampf können die leider nichts. Machen wir hier ein bisschen Rückzug. Kanonen versuchen auf jeden Fall auch ihr Bestes. Ah, verdammt, da hinten habe ich nicht aufgepasst. Haben wir jetzt die Kanonen ausgeschaltet? Ja, wir wurden aber leider von der Kavallerie erledigt, die hier kam. Aber immerhin, die Kanonen sind ausgeschaltet worden. Ja, komm, dann flieht. Dann behalte ich euch wenigstens noch. Ich habe die Kanonen immerhin ausgeschaltet. Die dürfen unsere Kanonen nicht bekommen, das wäre wichtig. Ja, jetzt schießen sie uns hier ziemlich nieder. Kartätschen auf die Kavallerie bitte. Schnell.
Wahrscheinlich schieße ich mich selbst damit ab. Ja, ich schieße mich selbst damit ab, tatsächlich. Okay, aber wir haben das Problem... Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Wir haben das Problem gelöst. Okay, der General. Vielleicht kann der da die hinteren Truppen mal irgendwie retten. So, hier wieder normales Feuer. Wir haben uns ein bisschen sehr weit vorgewagt. Ich weiß nicht, wie schlau das halt ist mit dem Vorwagen. Aber ja, je eher die hier fliehen, umso besser tatsächlich. Deswegen würde ich hier schon so ein bisschen vorrücken weiter. Je eher diese Milizen halt weg sind und uns nicht mehr Ärger machen, umso besser. So, wir sammeln uns einfach mal hier so ein bisschen bei den Kanonen, würde ich vorschlagen sogar. Ah, jetzt flieht auch noch meine letzte Kavallerie. Wie ist denn das jetzt passiert? Können wir die noch sammeln? Aber 13 Einheiten bringen uns halt auch nicht mehr viel. Muss ich ehrlich gestehen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, das glaube ich, dass die erschöpft sind. Die Kanonen machen auf jeden Fall das Wichtigste hier gerade. Aber wie gesagt, diese komplette Hauptarmee der Feinde kommt halt jetzt auf uns zugerannt und wir haben nichts dagegen. Um die irgendwie abzufangen, leider. Ich müsste halt eigentlich alles Fliehende hier mit Kavallerie verfolgen, aber ich habe keine Kavallerie. Ich könnte den General noch nutzen dafür. Das ist natürlich immer eine sehr riskante Sache, tatsächlich. Oh, jetzt kommen hier schon Infanterieeinheiten. Warte mal, kann ich die noch erwischen? So ein bisschen über die linke Flanke vielleicht. Okay, pass auf, die machen uns jetzt leider hier Probleme. Ich muss hier fighten. Das ist gerade wichtiger gegen die Infanterie. Gehen wir dahin. So. Und wir gehen hier so ein bisschen hin. Der General. Darf da einfach mal in den Bürgermob reingehen. Ich glaube, wir haben die erwischt hier, kann das sein? Ich glaube, wir haben die erwischt. Und hier kommt irgendwas zurück von uns. Die Miliz. Perfekt. Ja, jetzt ziehen sie sich zurück. Das nutzen wir auf jeden Fall auch aus. Vorrücken. Sonst, jetzt werden wir hier leider in die Seite geschossen. Ich hoffe, unsere Kanonen treffen da noch was. Ich hoffe, ich schicke meinen General jetzt hier nirgendwo in den Tod. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Ja, der darf mal hier ein bisschen wüten. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen, weil da Infanterie und Kavallerie auch kommt. So. Die fliehen sogar, perfekt. Ah, diese Kanonen sind echt super. Dürfen jetzt hier so ein bisschen nach links schießen. Ich weiß gar nicht, ob die da hin treffen können. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ja, keine Munition ist schlecht. Oh oh, die kommen zurück. Brauche ich schnell was dagegen. Die Kanonen müssen hier nochmal ein bisschen was treffen, das wäre sehr hilfreich. So, hier mal ein paar erledigen. Ein paar von dem Mob hier.
habe halt nur ein bisschen Angst vor deren Kavallerie, die uns hier alles niedermähen könnte. So, die Kanonen schießen. Vielleicht treffe ich doch nochmal da hinten was. Es ist leider mein General nicht da, der die Moral der Milizen hochhält. Greifen wir noch die bewaffneten Bürger da hinten an. Ah, die Moral ist so ein bisschen hier kellerhaft. Treffen wir da was? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ja, das ist das Problem. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit geschossen. Haben jetzt keine Munition mehr. Ziehen wir mal hier ein bisschen zurück. Irgendjemand hat auch keine Munition mehr, weiß ich noch. Wer war denn das? Die hier. Vielleicht kann ich den in die Flanke laufen. Okay. General, weg da bitte. Rückzug, schnell. Nicht, dass du mir hier noch abgeschossen wirst, mein Bester. Wir stellen euch jemand auch auf. So. Leider kommen hier ziemlich große Linienverbände. Hier ein Infanterieregiment. Das muss mal geschossen werden, bitte. Hier müssen wir noch ein bisschen schießen. Da treffen wir gleich eh nichts mehr. Hey, wieso laufen denn hier so komisch? Das war so niemals vorgesehen. Ne, jetzt fliehen die hier sogar. Oh, umso besser. Umso besser. Ich glaube, ich muss die mal alle wieder mehr zu meinen Kanonen zurückziehen, muss ich gestehen. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ja, wir werden mal die Truppen so ein bisschen weiter wieder zurückziehen. Rückzug. So. Schnell zurückziehen, bitte. Hier auch schneller Rückzug. Ah, der General ist auch schon wieder da. Perfekt. Während die hier immer noch ein bisschen schießen, muss ich mich jetzt aber auch zurückziehen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja. Rückzug. Bevor die mir jetzt von allen Flanken auf reinschießen hier. Ich muss jetzt meine Artillerie noch zeigen, was sie kann. Ist das jetzt alles? Kommt von den Feinden noch was? Ich glaube, das müsste erstmal alles sein. Diese Infanterie sollte ich noch ein bisschen beschießen, glaube ich. Das Problem ist, manche haben jetzt eben... Manche sind nur noch im Nahkampf zu gebrauchen. Die packe ich dann einfach mal... an die Flanken. Die und die können noch schießen, richtig? Perfekt. Dann dürft ihr alle schnell dorthin. So, lauft mal ein bisschen schneller. Auf geht's. Den Wald müssen wir noch. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, das glaube ich, dass sie das müssen. Schauen wir mal, ob wir bei den Jägern noch was treffen. Die jagen mich jetzt hier gleich. Okay, nee, Rückzug. General darüber. Ich hoffe, dass meine Kanonen jetzt wieder hier gutes Schussfeld haben zum Treffen von irgendwie feindlichen Einheiten.
Ja, aber die Linien werden wahrscheinlich zu stark sein. Ich glaube nicht, dass wir die besiegen können. Aber wir können sie merklich schwächen. Ich glaube, wir umschließen sie jetzt mal lieber. Tatsächlich. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das ist noch ein guter Plan. Wer hat keine Munition mehr? Die haben leider auch schon wieder keine Munition mehr. Ist schlecht. Dann dürft ihr euch auch ein bisschen zurückziehen. Rückzug. So, ich hoffe jetzt meine Kanonen zeigen mal wieder, was sie können. Feuern hier schön rein, bitte. Kommt schon, Kanonen. Schießt auf die Feinde. Ich hab doch jetzt hier noch jemanden im Nahkampf, oder? Für den Nahkampf. Ja, dann auch in den Nahkampf jetzt hier. Eh keine Munition mehr. Ja, keinen von denen. Die Kanonen müssen schießen. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das war der Plan dahinter, Freunde. Ihr schießt alle ab. Ihr marschiert dazu, bitte. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, das wäre jetzt schlecht, wenn die fliehen. General, ich brauche den General hier vorne. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Der General wäre wichtig jetzt. Ja, wir müssen jetzt halt das. Wir müssen jetzt überrennen. Und die Kanonen müssen sie in die Flucht schlagen. Alter, ist da noch eine riesige Pferdekavallerie. Vielleicht kann ich die eher treffen mit den Kanonen, das wäre auch gut. Okay, der General ist auch da. Das ist schon mal sehr gut. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Wir sammeln. General darf jetzt auf keinen Fall sterben, das wäre noch wichtig. So, jetzt müssen wir hier alles verfolgen, was irgendwie geht. Alles verfolgen. Das sieht doch gut aus, oder? Da sind so ein paar einzelne Einheiten, die noch irgendwie stehen, oder? Wo sind die denn dort? Noch Probleme. Jetzt kriegen sie noch ein bisschen Nachschub, glaube ich, irgendwo. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, ich weiß auch, dass sie erschöpft sind, aber ihr müsst jetzt kämpfen. So, hier der General ein bisschen. Oh, der kann wieder mal nichts gescheit machen. Leider. General kriegt nichts gebacken, das ist unfassbar. Wir müssen weiter hinterher marschieren. So. Hier. Flix, da ist jetzt natürlich die Artillerie, die Kavallerie. Rückzug. Rückzug. Wir müssen vor allem diese Kavallerie bitte erledigen. Das wäre gerade sehr wichtig. Jetzt haben wir ein Problem. Feuer frei. Wo ist der General? Der darf auf keinen Fall irgendwie größere Probleme erleiden. Hier steht leider auch noch ein Kavallerie zu Pferde. Jetzt sammeln sie sich wieder. Das
darf nicht passieren, dass sie... Ah, die erwischen mich. Unsere Männer fliehen, Sir. Jetzt erwischen sie mich eiskalt hier leider. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die sich jetzt hier nochmal ordentlich sammeln, leider. Wir müssen auf den General achten. Können die mich hier treffen? Weg. Weg von dem Quad. Weg, 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 weg. Nicht abschießen lassen, General. Nicht abschießen lassen jetzt. Ja, unsere Kanonen geben ihr Bestes, ne? Aber die Milizen werden jetzt halt hier gleich aufgelöst werden. Brauchen wir jetzt nochmal ein paar gute Treffer von unseren Kanonen. Wie gesagt, diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Die können hier immer noch uns besiegen. Die hätten eigentlich die Truppenzahl. Das ist nur eine Frage der Moral. Und bei uns flieht mittlerweile leider alles. Was sehr unangenehm ist. Schießt! Was machen die Kanonen? Bitte trefft! Trefft! Wegbrechen, 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 wenn das irgendwie noch geht. Na. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr so schnell weg gerade. Ja, jetzt haben wir sie erwischt. Feuer frei. Feuer frei. Schön treffen. Sammeln kann ich nicht mehr. Hier. Da können wir noch ein bisschen vorrücken. So, General. Der darf mal gleich eine Einheit motivieren. Aber aktuell muss das ja eigentlich noch nicht, oder? Haben wir jetzt die Kavallerie erwischt? Ah, wir müssen hier drüben noch ein paar Einheiten. Warte mal, der General. Geht mal bitte darüber. Ja, wir gehen auf die. Die da fliehen, noch zu erwischen mit dem General. Kanonen schießen mal auf die hier vor allem. Ah, nicht meine eigenen Leute abschießen, bitte. So. Die fliehen aber auch gerade, oder? Sieht wenigstens danach aus. Perfekt, der General versucht hier sein Bestes. Her. Ah, da kommt leider wieder die feindliche Kavallerie. Immer noch super stark. Die ist nur immer wegen den Kanonen da weggelaufen. Das ist immer noch sehr brandgefährlich. Ja, und der General trifft halt nichts. So traurig einfach. Ja, Rückzug. 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 Die Kavallerie darf mich nicht erwischen. Wird sie aber wahrscheinlich. Die Kanonen müssen sich darum kümmern. Rückzug. Kommt schon, Kanonen. Ich brauche wieder einen Treffer von euch. Jetzt sterben hier meine Einheiten. Oder fliehen. Könnt ihr bitte die hier mal erledigen? War das ein Treffer? Ja, das war wieder ein Treffer. Oh, Gott sei Dank. Ein Hoch auf diese Kanonen jedes Mal. So, jetzt verfolgen wir sie. Perfekt. Die Männer sind erschöpft, Sir.
Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Treffen wir hier ein paar? Kriegen wir hier ein paar? Ich weiß es nicht. Ich muss vor allem die... Oh. Wo schießen denn meine Kanonen hin? Wenn die meinen General jetzt hier erwischen, na dann gibt's Ärger. Ach so, weil die jetzt leider alle außer Reichweite gleich sind. Hier ist noch irgendwo ein Feind. Ja, hier ist noch eine volle Kavallerieeinheit. Die halt unsere Milizen vernichten würde, tatsächlich. Deswegen ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ah, noch nicht. Noch nicht. Jetzt flieht hier zum Glück alles. Dann reite ich lieber mal schnell dahinter her. Dann halt die eine feindliche Kavallerie, die könnte jetzt nochmal alles auflösen, was wir hier haben. Würde ich sagen. So, ich würde sagen, unsere Truppen dürfen sich erst nochmal hier ein bisschen erholen. Wir müssten diese Kavallerie halt irgendwie zu uns locken. Weil unsere Kanonen treffen von da hinten einfach nichts mehr. Das ist nicht mehr in Reichweite. Oder ich schicke die Kanonen so ein bisschen nach vorne. Haben wir hier noch einen Hügel, der irgendwie gut ist? Oh, wir könnten es von hier probieren, tatsächlich. Machen wir das mal. Wieso kann ich die hier nicht erwischen? Weiß es nicht genau. Aber okay, soweit so gut. Flieht alles. Was flieht? Die werden auch fliehen. Gut. Dann ziehe ich den doch zurück. So, wo war jetzt der Hügel, wo ich hinwollte? Hinwolltet. Um diese Kavallerie gut zu beschießen. Hier glaube ich, ne? Hier ist der Platz dafür. Gut geeignet. Dann ziehe ich die Truppen auch nochmal zurück, würde ich sagen. Nochmal ein bisschen hier zurückziehen. Hier ein bisschen zurück. Hier der General hin. Sag bloß, diese eine Einheit kommt jetzt gleich wieder zurück. Die fliehen noch, ja, die fliehen auch. So, wir haben noch genügend Zeit. Das muss jetzt die... Ich weiß nicht, ob die Range dann reicht. Es kann sein, dass das immer noch nicht reicht, aber wir probieren es jetzt mal so. Ha, ihr merkt schon wieder eine überlange Folge, aber es lohnt sich. Feindlicher General haben wir irgendwann in der Schlacht getötet. Die Moral ist aber auch gerade im Keller. Die werden auch bald fliehen. Das Schöne ist ja, für uns reicht es ja, dass die fliehen tatsächlich. Das reicht ja völlig. Wir werden die hier mal motivieren, bitte jetzt. Perfekt. So. Kanonen stehen gleich in Stellung. Jetzt schaue ich mal, ob ich diese Kavallerie erwischen kann. Notfalls müssen wir noch ein bisschen weiter vorlaufen. Einmal hin. Wahrscheinlich reicht es ganz... Ah, wir probieren es mal. Treffen wir da irgendwas? Ne, die schießen auch gar nicht, ne? Weil es nicht reicht. Gut, heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne. Es reicht, glaube ich, schon, wenn wir irgendwie hier einfach hingehen. Wir müssen ja auch gar keinen Hügel groß haben. Ich muss ja dann nicht hoffen, dass die Kavallerie uns nicht angreift, tatsächlich. Deswegen muss ich hier die Truppen mit nach vorne verschieben. Die Truppen nach vorne. General nach vorne. Und auch die hier nach vorne. So. Hoffen wir mal, dass das hier reichen wird. Aber sollte doch hoffentlich der Fall sein. Also unsere Kanonen retten uns jedes Mal die Schlacht. Die haben wirklich einiges verdient. So, immer schön warten noch. Warten. Und jetzt können wir sie aufprotzen. So, jetzt muss doch hier bitte Reichweite da sein. Ja. Feuer. So, die haben 64. Jawohl. Alter, gleich getroffen. 59. Sehr gut. Zack.
Jetzt fliehen sie. Der Sieg ist da, meine Damen und Herren. Wir haben die Schlacht um Wien gewonnen. Mit einer totalen Unterzahl gegen Massen an Truppen. Das waren 5000 Österreicher. 5000 Österreicher. Wir hatten 1379. Wir haben fast 1:5 gekämpft. Und hatten in Anführungszeichen nur die Hälfte unserer Armee verloren. Nur knapp 700 Truppen verloren, während wir 4389 erledigt haben. Schauen wir uns das an. Generalstab hat einfach 551 Kills gemacht bei fliehenden Truppen. Unsere Kavallerie auch. Die Kanonen hervorragend. 500 Leute erledigt. Diese Kanonen so stark. Und auch unsere Infanterie super stark. Ja. Schön. Und nachdem wir jetzt ja noch eine... Ah, wir könnten es halt auch plündern für 30.000 Gold, aber minus 9 könnte man in den Griff bekommen. Deswegen würde ich sogar sagen, wir machen jetzt mal... Ich hoffe, dass es nicht... wir machen peacefully occupy. So. Oh Gott, wir haben keine Armee mehr übrig. Die könnten halt jetzt auch mit einer Armee aus Böhmen oder die Preußen könnten kommen. Dann hätten wir auch ein Problem mit Wien. Und die haben sich jetzt hier zusammengezogen. Aber in der nächsten... Ah, die könnten natürlich jetzt Wien gleich wieder erobern, leider. Weil wir da leider erfolglos waren mit dem Spion. Das heißt, vielleicht hätten wir einfach plündern sollen. Naja, gut. Wenn nicht, nur werden wir einfach defensiv hier nochmal so viele Feinde hoffentlich wie möglich mitnehmen in den Tod. Und dann mit der Hauptarmee noch den Rest von Wien erobern. Das war's mit der Folge. Die Schlacht um Wien. Eine unfassbare Schlacht, dass wir die gewonnen haben. Das geht wirklich in die Geschichte ein für Sizilien. Schaut euch diese Weltkarte auf der Minimap an. Es ist echt verrückt. Macht super viel Spaß, diese Kampagne. Und ich hoffe euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gaius Julius Caesar.